Hallo meine lieben Aktienfreunde, was tun, wenn eine Aktie in deinem Depot nicht performt und du mit ihr im Minus bist? Darum geht es in diesem Video und zwar nicht in der grauen Theorie, sondern es geht hier um echtes Geld und zwar um mein Geld und vermutlich auch um das Geld von einigen von euch Zuschauern, die gemeinsam mit mir in das Starterdepot investieren. Das Starterdepot haben wir im Jahr 2019, Mitte 2019 angefangen. Und ich habe eine Aktie, die habe ich auf der Abschussliste und würde sie gerne durch eine andere Aktie ersetzen. Ich will das allerdings nicht im Alleingang machen, sondern in Abstimmung mit euch. Das heißt, am Ende des Videos werde ich euch einen Link geben und da könnt ihr abstimmen. Und ich werde mich an eure Entscheidung halten, auch wenn es hier mein Geld ist. Ihr seid selbstverständlich frei, das Starterdepot so entsprechend nachzubilden, wie ihr das wollt, wenn ihr euch davon inspirieren lassen möchtet. Mein Name ist Thorsten Tiete, geht es ums langfristige Investieren und steigenden Kursen, ihr wisst es schon, und Dividenden zu profitieren. Und das Starterdepot, das ist ja ein Echtgeldbeispiel, wie so etwas funktionieren kann. Und es ist ja auch hier öffentlich, das Starterdepot, hier ist es, das sind die 20 Aktien, die wir investieren. Ich persönlich habe meine Sparplansumme erhöht von 500 Euro am Anfang auf 1000 seit einigen Monaten, 1000 Euro im Monat, mit dem ich dann insgesamt die 20 Aktien oder ich die 20 Aktien bespare. Was ist das Ziel von dem Ganzen? Warum tut man das überhaupt? Wir tun das aus zwei Gründen. Zum einen, um Vermögen aufzubauen und zum zweiten, um ein passives Einkommen aufzubauen. Vermögen aufbauen, das kann man, indem man Geld zurücklegt, das spart man. Aber wir wollen das ja investieren, damit es mehr wert wird. Und wir wollen es auch in Dividendenaktien insbesondere investieren, die dann wieder ein passives Einkommen auswerfen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und das gucken wir uns erstmal an, ob das soweit funktioniert. Wir haben hier auf der Webseite bereits wichtige Zahlen. Mittlerweile ist das Starterdepot über 30.000 Euro schwer. Wir haben knapp 200.000 Euro an Kursgewinn. War schon mehr, aber letztes Mal ist es schlecht gelaufen. Wir haben auch kumulierte Dividenden mittlerweile von über 1.200 Euro brutto, die wir kassiert haben. Und wir haben, das werden wir nachher sehen, einige Aktien, die sind im Plus und andere, die sind im Minus. Eine der Aktien, die im Minus sind, nämlich Alidas, da überlege ich mir, ob wir die nicht austauschen sollen. Das wäre der erste Austausch überhaupt. Wir haben es immer mal wieder aufgeworfen. Wir hatten auch noch einige Aktien mal zur Disposition gestellt. Aber ihr habt euch dann immer in der Abstimmung dafür entschieden, für die ruhige Hand und zu sagen, nee, die Aktie bleibt drin. Was ja auch beispielsweise bei Cisco Systems gar nicht so schlecht gewesen ist. Gucken wir uns aber erstmal das Starterdepot an zur Einstimmung, bevor wir dann zu Alidas und im Nachgang zu der möglichen Ersatzaktie kommen. Vermögensaufbau. So sieht Vermögensaufbau aus. Wir sind hier bei Portfolio Performance, haben das Starterdepot hier nachgebildet. Und zwar mittlerweile die besagten gut 30.000 Euro schwer, das sieht man hier. Und das war Juli 2019. Am Anfang haben wir immer 500 Euro investiert. Das sieht man nur diese Treppchen. Da bestimmt quasi noch der Geldzufluss komplett, mehr oder weniger, weil die Positionen noch kaum existieren. Die Vermögensentwicklung, den Vermögensaufbau und dann später, je mehr Positionen, je mehr Aktien im Depot sind, umso mehr machen sich die Wertschwankungen bemerkbar und umso weniger Treppeneffekt hat man dann noch durch die einzelne Einzahlung von Monat zu Monat. Und hier sieht man ganz extrem von 2022 bis 2023, da war es dann quasi eine volatile, ja, bisschen Verlangsamung beim Vermögensaufbau. Jetzt haben wir wieder eine Beschleunigung im Jahr 2023. Das ist natürlich auch der allgemeinen Marktentwicklung geschuldet. Und wir haben auch das passive Einkommen, das wir erzielen möchten, den Vermögensaufbau. Das sieht so aus über Dividenden. Wir investieren in Dividendenaktien. Wir fahren eine Dividendenstrategie, eher dynamisches Dividendenwachstum. Und hier in hellblau, das sind die ersten Auszahlungen, die ersten Dividenden, die wir gekriegt haben. Die fielen im Oktober an, das waren 67 Cent. Und dann sind wir mittlerweile bei Rekorddividende im Monat von 86 Euro immerhin angelangt. Also in einem Monat 86 Euro. Auch hier mehr als 80 Euro, dann 81 Euro im Juni. Und ich denke, im nächsten Jahr dann werde ich die 100 Euro knacken im Monat, sicherlich im März und im Juni, vielleicht sogar auch im September, muss man mal schauen. Und was schön ist halt auch insbesondere, man sieht, wie von Jahr zu Jahr die
Dividenden, die absolute Summe der Dividendenerträge, die man bekommt, steigt. Natürlich, weil wir weiter investieren in die Aktien, weil wir das Depot weiter besparen mit Aktiensparplänen und aber auch, weil die Unternehmen, in denen wir investieren, ja auch ihre Dividenden steigern. Die meisten jedenfalls, das Unternehmen, das wir jetzt angucken werden, hat es nicht getan, unter anderem deshalb auf der Abschlussliste. Genau, wir können jetzt auch gleich auf die Unternehmen gehen und da haben wir hier diese sogenannte Vermögensaufstellung und ist ein bisschen klein, ich hoffe, man kann es lesen. Was wir hier sehen, das ist mehr grün als rot, deshalb haben wir in Summe auch Kursgewinne. Mehr Positionen sind also im Plus, als Positionen im Minus sind. Das ist auch ein typisches Beispiel, was in jedem diversifizierten Depot zu finden ist. Es gibt Verlierer und es gibt Gewinner. Und weil wir in Qualitätsaktien investieren, haben wir eben mehr Gewinner als Verlierer. Und alleine, wenn ich mir Novo Nordisk anschaue mit plus 1500 Euro, die, denke ich, kompensieren schon alle Verlierer. Alleine diese beste Gewinnerposition, Top 1, kompensiert schon alle Verlierer. Das ist natürlich schon beeindruckend. Und was man hier übrigens auch sieht, ist die Performance auf einem Monat. Hier sieht man minus 1600 Euro. Das war also ein schlechter Monat. Der letzte Monat war ein schlechter Monat für das Standard-Depot, aber wir sind immer noch schön im Plus. Und es gibt eben gute Monate und schlechte Monate. Und wir haben hier Adidas. Da ist die Luft vielleicht raus. Adidas besparen wir seit wann besparen wir Adidas? Hier sehen wir das. Das haben wir die Kursentwicklung hier bei Portfolio Performance und hier der erste Sparplan. Den haben wir am 31.07. bereits ausgeführt, also relativ früh. Und wir sehen hier den Einbruch dann, also die Underperformance von Adidas. Und jetzt haben wir aber wieder leicht steigende Kurse. Wir haben also auch hier unten nachgekauft, sind mit einigen Nachkäufen im Plus. Aber ein großer Motto sind, also in Summe sind wir im Minus. Und wir haben hier eine absolute Performance von minus 22%. Nicht die rote Laterne. Die rote Laterne hat 3M. Und dann kommt noch American Tower. Auch alles Aktien, auf die ich schon eingegangen bin und auf die wir eingegangen sind, auch teilweise in unserem Premium-Konto mit Aktienanalysen, zum Beispiel zu 3M. American Tower habe ich erst vor kurzem auf diesem YouTube-Kanal analysiert. Bei 3M hohes Risiko, aber auch hohe Chance, wie ich sehe. Aber bleiben wir aber bei Adidas. Bei Adidas, da haben wir bereits echt eine Dividendenkürzung gehabt. Und was liegt bei Adidas im Argen? Und jetzt gehen wir in den Aktienfinder rein. Wenn ihr mich lässt, so jawohl. Gehen wir jetzt in den Aktienfinder rein und gucken uns das Ganze an. Ich habe hier auch schon einen kleinen Merkzettel gemacht. Da haben wir drei Aktien drin, die quasi Konkurrenten zueinander sind. Und zuerst schauen wir uns mal, was bei Adidas passiert ist. Adidas hat die Dividende nicht nur gekürzt, sondern komplett gestrichen bezüglich Corona. Und jetzt aber dann auch nochmal im Nachgang gekürzt. Und ihr seht, die schreiben jetzt zum ersten Mal in 20 Jahren Verluste. Und entsprechend ist auch der Aktienkurs insgesamt in Mitleidenschaft gezogen, sodass die Aktie im Minus ist. Interessant übrigens an der Stelle, nein, ich sage es noch nicht, das ist dann nachher noch was ganz Lustiges. Bei Adidas ist es jetzt aber so, doch, ich zeige es schon. Und zwar haben wir hier, ich möchte Adidas gegebenenfalls ersetzen durch LVMH. Und wir haben damals schon die Abstimmung gehabt, LVMH versus Adidas. Und LVMH hat damals knapp verloren, das war dieses Video hier, ihr seht es hier, am 23. Juli 2019, vor über 4 Jahren, wie die Zeit vergeht, haben wir dieses Video zusammen gemacht. Da konnte man noch hier abstimmen auf YouTube, da gab es noch YouTube-Polls, gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Und hier seht ihr, dass der Aktienfinder noch ganz anders ausgeschaut hat als heute. Diese zwei Grafiken hier gibt es gar nicht mehr, beziehungsweise die hier haben wir ersetzt durch dynamische Aktienbewertung. Das ist also alles mittlerweile ganz anders geworden. Wenn ihr hier durch die Startseite mal anschaut, ist alles komplett anders. Damals war ich noch ganz alleine mit dem Aktienfinder. Heute sind wir zu 5 in Vollzeit und haben 6 freie Autoren noch, die für uns die Analysen im Premium-Content-Bereich mitschreiben. Also hat sich schon schön entwickelt, das Ganze, so wie eben auch das Starter-Depot. Genau. Und damals haben wir schon überlegt, ob wir LVMH oder Adidas reinnehmen sollen. LVMH hat
knapp verloren. Ihr seht es, hier habe ich damals festgehalten mit 45% der Stimmen gegen 55% Adidas. Wäre natürlich besser gewesen, wenn für unsere Performance, wenn LVMH gewonnen hätte. Apropos Performance, bevor ihr wieder fragt, wir können uns auch gerne noch die Performance im Starterdepot ansehen gegenüber Benchmarks. Ich weiß nämlich, dass das immer wieder kommt und eins an der Stelle ist auch noch ganz wichtig. Ich verkaufe euch keine Überperformance oder Überrendite oder wie ihr den Index schlagt oder sonst noch irgendwas. Diese Versprechen machen wir nicht. Was wir aber sagen ist, mit uns könnt ihr von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren, wenn wir in Qualitätsaktien investieren oder weil wir in Qualitätsaktien investieren und weil wir eben die ganzen Fehler vermeiden, die normalerweise Anfänger, aber auch Fortgeschrittene noch machen. Hin und her macht Taschen leer, ich habe keine klare Anlagestrategie, ich lasse mich verunsichern in der Korrektur und wenn es wieder nach oben geht, werde ich gierig und kaufe. Solche Sachen machen wir alles nicht, machen wir alles nicht. Wir konzentrieren uns auf die Tugend eines Investors, wir investieren langfristig in Qualitätsaktien, achten auch auf die Bewertung und sorgen so für langfristig steigende Kurse und Dividenden. So, trotzdem gucken wir uns mal hier ein paar Benchmarks an. Da haben wir hier die Performance, glaube ich hier. Jawohl, genau, da ist es schon. Und das ist seit dem 1. Juli 2019 hier getrackt. Diese grüne Fläche hier ist unser Starterdepot und dann haben wir hier diverse Benchmarks. Und hier haben wir den MSCI World in hellblau und da muss ich das Starterdepot jetzt diesem MSCI World mal etwas geschlagen geben, also relativ knapp, aber trotzdem hier mit knapp 40% Rendite und das Starterdepot ist knapp 37% Rendite, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die anderen Benchmarks, das sind ja diverse Dividenden-ETFs, Dividend Growth, Aristocrats, könnt ihr hier unten alles lesen, MSCI World Quality Dividend, das wäre zum Beispiel der hier. Und ihr seht, Performance ist gar nicht schlecht, das Kopf-an-Kopf-Rennen. Wenn ich zum Beispiel hier auf ein Jahr mache, dann haben wir eine Outperformance erzielt auf ein Jahr. Wenn ich jetzt auf einen Monat, auf den letzten Monat gehe, dann haben wir eine komplette Underperformance. Da haben wir dann relativ stark wieder verloren. Hier vorheriger Monat sind wir quasi der Underperformer. So ändert sich das halt von Monat zu Monat und Jahr zu Jahr. Aber es kommt ja hier dann aufs Langfristige an, dass wir hier nach oben gehen. Und dass wir auch noch Spaß haben mit den Aktien und uns über die einzelnen Dividendenzahlungen freuen können. So, das ist also die gesamte Performance oder der Benchmark. Hätten wir das auch abgehakt. Und kommen wir jetzt dann zu Adidas. Und hier sind wir dann. Und ich möchte hier auch noch LVMH jetzt mit reinmachen. Moment, dann haben wir sie nämlich alle komplett. So, da wären wir. Und ich finde jetzt momentan eine attraktive Gelegenheit, wenn wir es denn machen wollen, Adidas durch LVMH zu ersetzen. Und zwar ist es ja so, dass Adidas einige Probleme hat. Teilweise sind die Probleme selbst gemacht, teilweise können sie nichts dafür. Es ist halt doch ein etwas zyklischerer Wert als LVMH. Luxus geht auch in Krisenzeiten, weil scheinbar die Leute, die Luxus kaufen, es ihnen nicht so wichtig ist, ob wir jetzt eine Konjunkturdelle oder Rezession haben oder nicht. Während bei Adidas und Nike und Puma, also bei den Sportartikelherstellern, die Leute schon konjunktursensibler sind. Das zum einen. Dann zum anderen, wir haben bei Adidas eben hausgemachte Probleme. Und zwar insbesondere, wisst ihr ja, diesen Rapper, der mit antisemitischen Äußerungen, antijüdischen Äußerungen Schlagzeilen gemacht hat, der dann auch fallen gelassen wurde von Adidas. Boah, wie hieß der nochmal? Yeezy oder wie hieß der Typ? Das ist einfach nicht meine Welt. Ja. Auf jeden Fall hat der, gab es da eine erfolgreiche Brand unter seinem Label und das hieße eben Yeezy. Und da hat man gedacht, okay, das muss man jetzt vielleicht abschreiben und zwar über eine Milliarde in der Bilanz drin, das Inventar von dieser Yeezy Brand und das hätte einen Jahresverlust, massiven Jahresverlust bedeutet für Adidas. Das ist ein Problem, hausgemachtes Problem und vielleicht nochmal ein allgemeineres Problem, was nicht unbedingt nur für Adidas kommt, das ist das schwache China-Geschäft auch.
Denn die Chinesen, das habe ich schon auch schon ein paar Mal früher erwähnt in anderen Videos, haben ja die westlichen Markenartikelhersteller, auch Nike beispielsweise, boykottiert. Das war also eine politisch-soziale Aktion quasi in China. Kommt auch nochmal zu den ganzen Lockdowns dazu, die natürlich das Geschäft auch der Sportartikelhersteller eingeschränkt hat. Nichtsdestotrotz, und wenn wir hier uns mal schauen, wie die Renditen sich entwickelt haben, ist Adidas auf ein Jahr gesehen der absolute Outperformer. Und zwar haben die Aktie Kursgewinne erzielt von knapp 40%, also knapp 38%. Das ist nicht nur besser als Nike und Puma, sondern sogar besser als LVMH, die jetzt korrigiert haben. Das macht es für mich auch relativ sexy momentan, würde es machen, die Aktien auszutauschen. Wir haben nämlich hier bei Adidas einen Turnaround-Bonus quasi bereits drin. Das sieht man, wenn man auch hier die Kursentwicklung sich anschaut. Hier haben wir die fallenden Kurse erstmal, oder dramatisch fallende Kurse von 320 auf knapp unter 100 Euro. Und dann haben wir hier einen kleinen Turnaround von knapp 100 Euro auf bis 184 Euro. Jetzt ist der Kurs wieder gefallen auf 160, aber wir haben hier so einen kleinen Turnaround. Hat insbesondere auch mit dem neuen CEO zu tun, mit Björn Gulden, der ehemalige Chef von Puma, der den glücklosen Adidas-Chef CEO Kasper Rorsted abgelöst hat und der einen sehr guten Track-Rekord hat. Der war nämlich vorher bei Puma und der hat Puma 2013 da das Steuer übernommen und hat dann Puma, wie ihr hier schön sehen könnt, wieder aufgerichtet. Und jetzt soll er dasselbe bei Adidas vollbringen. Und es gibt auch einige positive Nachrichten bereits bei Adidas. So zum Beispiel, dass sich diese Yeezy-Schuhe doch immer noch relativ überraschend gut sogar abverkaufen, sodass der Jahresverlust auch reduziert wird. Man geht von dem Jahresverlust aus, das wäre dann hier, von 700 auf 450 Millionen Euro ungefähr. Und es gibt auch noch Sneakereien, die wirklich überraschend gut laufen. Also es gibt auch einiges, das schon wirklich gut funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, der eigentliche Turnaround steht noch bevor. Die Börse hat schon mal Vorschusslorbeeren verteilt, ein bisschen hier in Form steigender Kurse, auch wenn sie jetzt wieder ein bisschen zurückgenommen worden sind, prinzipiell immer noch in Form von steigenden Kursen. Und wenn wir uns jetzt mal hier die Gewinnentwicklung anschauen und dann den bilanzierten Wert, fairen Wert drüberlegen, beruhend auf den bilanzierten Gewinn, dann sehen wir, wie ich meine eigentlich, dass da schon relativ viel eingepreist ist. Wir haben, nachdem, wenn der Turnaround gelingen sollte, und das ist dann die Konsensschätzung 4,61, hätten wir einen fairen Wert bei 129 Euro mit so einem 25er KGV, was ja schon gar nicht so wenig ist. Könnte man theoretisch auch mal nach unten korrigieren, lasse ich aber mal. Das 28er KGV sogar auf dem bilanzierten Gewinn. Und was ich noch zeigen möchte ist, wo haben wir ihn hier? Der Gewinn 2024, der prognostizierte von 4,60, da waren wir ungefähr schon hier im Jahr 2016, da war es sogar ein bisschen mehr, da waren es sogar 5 Euro Gewinn und da war der Aktienkurs lediglich bei 144 und jetzt ist er bei 160. Aber wir haben den Turnaround noch gar nicht geschafft. Also das sind diese Vorschusslorbeeren, die da verteilt werden. Natürlich ist es so, dass wenn es denn so käme, theoretisch, dass dann hier ein hohes Aufwärtspotenzial winken würde. Hier wäre eine Rendite, ja, ich rendite von 17,3%. Wenn hier die überschäumenden Analysten recht haben, dann wäre es sogar noch längerfristig bis Ende 2026 von 24% jährliche Renditeerwartung. Aber da steckt eben sehr viel Risiko drin, weil es ist eine Turnaround-Story und momentan wird keine Dividende ausgeschüttet beispielsweise oder doch wenig Dividende ausgeschüttet hier. Dividendenrendite liegt momentan bei, hier lassen wir uns mal schauen, ja nicht mal einem halben Prozent. Langfristiges Wachstum übrigens auch, wir wollen ja dynamisches Gewinnwachstum auch haben, das sieht man bei Adidas hier nicht, da ist jetzt alles im Minus quasi. Aber wenn wir uns mal
LVMH anschauen, da haben wir jetzt Gewinnwachstum schön zweistelligen Bereich, so von 18 bis 20% irgendwo, je nach Jahr. Wenn wir uns hier mal Nike anschauen, da sehen wir, und das wäre jetzt auch eher der Gradmesser als Puma, die diesen Turnaround geschafft haben, würde ich mich eher an Nike orientieren, da haben wir, wenn es gut läuft, dann mal so ein niedriges zweistelliges Wachstum. Das heißt, bei LVMH ist das Wachstum einfach höher und es ist weniger konjunktursensibel. Und wir haben auch hier, und das ist vielleicht mindestens genauso wichtig, weil wir wollen ja Dividendenwachstum, dynamisches Dividendenwachstum haben. Da sieht man eben, dass wir da auch hohes zweistelliges Dividendenwachstum haben von zwischen 15 und 20%, was sich hier an der Gewinnwachstum orientiert. Bei Nike schon gar nicht schlecht, niedriges zweistelliges Dividendenwachstum. Aber LVMH legt halt nochmal einen drauf. Und LVMH, und das macht das Ganze eben nett, hat jetzt korrigiert. Wenn wir hier jetzt mal gucken, habe ich auch vor kurzem analysiert, dann nehmen wir mal hier den bereinigten Gewinn, gibt sich hier nicht viel. Nehmen wir den bilanzierten, weil der ist konservativer hier an der Ecke. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, und dann sehen wir hier, dass die Aktie leicht unterbewertet ist und wir hätten hier eine Renditeerwartung. Und hier übrigens ist das bilanzierte KGV 22,8. Wir haben hier niedrigeres KGV, glaube ich, sogar als bei Adidas. Ne? Muss ich jetzt nur mal kurz gucken. Adidas, hier im Schnitt war das KGV sogar höher als bei LVMH. Das ist interessant, obwohl das Wachstum niedriger ist. So, dann machen wir jetzt das hier nochmal. Jetzt habe ich hier die Jahre hier hinten noch drin. Ne? Ist okay. Und dann, weil es nochmal ein bisschen konservativer ist. So. Und dann hätten wir hier jetzt nach der Korrektur eine Aktie, die sogar leicht unterbewertet wäre mit LVMH und hätten hier eine Renditeerwartung. Ich gehe jetzt mal hier auf 2025 von jährlich knapp 12%. Also niedriger als Adidas. Aber hier brauchen wir halt keinen Turnaround. Bei Adidas muss man halt hoffen, dass nichts schief geht. Das ist ein großer Unterschied. Und wir investieren langfristig. Das heißt, wenn dieser Turnaround, wenn Adidas diesen Turnaround schaffen würde, dann hätten wir sicherlich auf 2, 3 Jahre eine Outperformance gegen LVMH. Aber länger nach hinten raus würde LVMH das durch dynamischeres Wachstum als bei Adidas auch wieder aufholen. Vermutlich. Insofern halte ich LVMH für ziemlich attraktiv und weil die Kurse, und das sehen wir hier oben ja nochmal, jetzt quasi gegenteilig gelaufen sind. Also LVMH hat korrigiert, man sieht es hier noch ein bisschen deutlicher auf die letzten 6 Monate zum Beispiel, -12%. Und Adidas hat auch nur ganz leicht korrigiert und nach hinten raus hat es sogar noch besser performt, auf ein Jahr wenigstens als LVMH. Aber wenn man nur weit genug zurückgeht, dann sieht man, dass LVMH hier der krasse Outperformer ist gegenüber Adidas, aber auch gegenüber Nike, die sich besser geschlagen haben, mittel- und langfristig als Adidas. Insofern, Puma, gegenüber Puma übrigens auch. Insofern wäre jetzt halt die Frage, ob wir unsere Position im Starterdepot für Adidas auflösen, also verkaufen, dadurch einen Einmalkauf machen bei LVMH und dann LVMH besparen jeden Monat. Mit, also ich persönlich, dann 50 Euro, ursprünglich waren es 25 Euro. Die Frage dürft ihr jetzt für mich beantworten, und zwar ist hier die Abstimmung. Den Link, den findet ihr unten in der Videobeschreibung zu dieser Abstimmung. Die läuft, ich werde das Video live stellen, jetzt am Sonntagmorgen ist geplant, und diese Abstimmung läuft dann inklusive Mittwoch, und am Donnerstag werde ich das Ergebnis bekannt geben und ich werde mich auch daran halten. So, das war jetzt die Frage. Erster Rausschmiss im Standarddepot. Das Video hat ein bisschen länger gedauert, weil es im Prinzip ja zwei Teile hatte. Den allgemeinen Teil zum Standarddepot und der Problembeschreibung quasi. Und dann den zweiten Teil, wo es konkret ging um Adidas raus, LVMH rein, Fragezeichen. So, dann bedanke ich mich euch zuerst fürs Zuschauen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare eure Meinung ein bisschen reinschreiben, versuchen das Ergebnis zu beeinflussen. LVMH, Adidas, hopp, top. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich die Abstimmung bekannt gebe oder beim nächsten Video dann.
Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.